Offene Wissenschaft ist die bessere Wissenschaft, weil sie nur mit Qualität funktionieren kann. Das heißt, wenn es zur Müllhalde von Forschungsergebnissen wird, dann lohnt sich auch die offene Wissenschaft nicht. Das heißt, es kann nur funktionieren, wenn dort qualitativ hochwertige Sachen zur Verfügung gestellt werden in Open Science. Ich persönlich profitiere von offener Wissenschaft, weil ich für den Aufbau von E-Science-Plattformen zuständig bin, für Forschungsinfrastrukturen, und da ist Open Science ein großes Thema, weil offene Wissenschaft ja nicht bloß bedeutet, dass man die Wissenschaft nach außen über die Wissenschaft hinaus öffnet, sondern dass man sie natürlich auch in der Wissenschaft selbst öffnet, und diese Forschungsinfrastrukturen oder diese E-Science-Plattformen können nur funktionieren, wenn Forschungsergebnisse in solchen Plattformen so offen und auch mit einer guten Qualität bereitgestellt werden, dass damit mit den in dieser Plattform zur Verfügung gestellten Werkzeugen auch gearbeitet werden kann. Das heißt, das ist das Material, womit letztendlich diese E-Science-Plattform arbeiten.